Hallo und willkommen zu Formel 1 Rennen mit den Leuten zuvor. Guten Tag auf unserer aller Lieblingsstrecke. Hi. Pass auf beim Einfahren in die Saint-Evoix, da kann es sehr eng werden. Kommst du darauf? Vielen Dank dafür. Wie viele Runden haben wir nochmal? 21. 20, oder? 20. 25% von, 9, von 79 oder 78 sind 20. Ja. Oh, ich hab Angst, wie ich Angst hab. Oh, wovor? Hallo, schau doch mal mich an. Okay, Daniel, du bist mitten in der Mitte, aber trotzdem. Ja, also, es ist auch nicht viel geiler. Nee, wir stehen alle scheiße. Wer kennt die vielleicht noch? Ja, auch nicht besser. Boah, ich hab Wehrlein überholt. Der war gut. Gott! 5 Sekunden lange Stop-and-Go-Strafe für Kollision. Boah, ich hab gesehen, wie Daniel gedreht wurde. Ja, RIP von Vögel. Oh, Ricciardo! Musst du auch Platz zurücklassen, Mir? Ja, ich darf jetzt wieder. Ja, ich musste Massa zurücklassen, der irgendwo da ganz hinten. Ich bin letzter. Toll, Rick. Also ich habe eine 5 Sekunden lange Stop-and-Go-Strafe für eine kleine Kollision mit Verstappen, den ich natürlich vorbeilassen musste. Hab jetzt keinen Frontflügel mehr, dank Ricciardo. Red Bull Sandwich Deluxe. Hier schaut er sich, glaube ich, gerade wegen dir auf, Kelly. Hier schaut er sich langsam auf hier. Möglich, weil ich keinen einen Teil des Frontflügels überhaupt nicht mehr habe. Ab auf Softs. Och, Verstappen, was tust du? Okay, da fliegt noch mehr vom Frontflügel. Oh! Oh, Max! Max! Oh Mann, die blockiert. Max! Oh Mann, ihr beide habt mich. Oh, Max und Katie haben die gesamte Strecke blockiert. Massa konnte sogar noch vorbeifahren, so langsam wie die beiden. Ey, ich hab wieder vollkommen ja, Pech. Erst die Strafe absetzen! Hurra, hurra, die Strafe brennt! Ach nee, halt! Gar nicht. 1, 2, 3, Stop and Go, oder? 4, 5 und mach! Euer Ding. Na, wer wartet denn da so patient, ey? Na, ich. Hi, Jungs. Ah, ich muss mal einen Flügel wechseln. La 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 la. Was ist los, Mirok? Kein Problem. 5 Sekunden Strafe und Frontflügel. Musst du auch Frontflügel wechseln, Mirok? Ja. Ach, super. So, dann auf Softs, Bitches. Ich bin gar nicht abgeschlagen letzter. Geht doch eigentlich. Allerdings, ich habe so viel Pech gehabt. Jeder kam an Verstappen und Kelly vorbei, außer ich. Und haben sie mich noch ein zweites Mal so sehr blockiert, dass Massa mir vorbeifahren konnte. Ganz easy. Was bist du denn? Ich bin 9. Ich glaube, es ist keiner von uns dabei, der kein Pech hat, oder? Boah, ich kann diese langsame Kurve nicht. Boah, ich werde so überrundet, ey. Na, so weit bist du nicht von mir weg, ja. Oh, das war Leerlauf. Plötzlich die Drehzahl. Mein Frontflügel habe ich mir auch gelb gehauen. Ja, da war, glaube ich, sogar orange. Gelb geht gerade sogar noch. Deswegen werde ich den Jungs sagen, dass sie nicht meinen Frontflügel wechseln sollen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Ja, danke, Jeff. Schon wieder von Vögel. Oh ja. Na, Björn. Was? So. Wie läuft's bei dir so? Ich bin hinter dir. Ganz nah an der Wand. Ich weiß, deswegen frage ich ja. Wobei man ja hier immer ganz nah an der Wand ist, oder? Ja. Kann man schon so sagen. Just Monaco fix. Ja. Erst habe ich gefühlt 3 km/h durch diese Kurve durch, dass ich überhaupt krieg. Boah, ich musste erstmal mega hart abbremsen, dann musste ich vom Gas wie sonst was. Sonst komme ich da nicht rum.
Oh Mann, jetzt habe ich halt deinen Massa, der mich die ganze Zeit blockiert. Ey, ich kotze gleich ab und Monaco kannst du null überholen. Wenn ich da einmal irgendwas probiere, dann bin ich gleich tot, ey. Das ist Massa, der behandelt auch Vettel nicht wie ein Gentleman. Vettel behandelt aber auch niemanden wie ein Gentleman. Ja, das mag stimmen. Ich meine, ich glaube, in der Formel 1 sucht man, muss man nach den Gentlemen schon suchen. Wundert mich, dass es keine Phase bis jetzt gab, wo man ein gewisses Fahrzeug gebraucht hat. Das wäre ziemlich gut. Die bräuchte ich jetzt, dann könnte ich gratis Reifen und Frontflügel wechseln. Oh, eine 1.20.2, Wahnsinn. Das ist gut. Boah, wenn Massa nicht vor mir wäre, dann könnte ich frei fahren, ey, Mann, Verstappen, ey. Wirklich, also zwei Wagen haben da gekuschelt und dann kannst du dann nicht vorbeifahren. Ja, Max und ich wollten mal kuscheln. Ich meine, alle sind vorbeigekommen, außer ich. Ohne Spaß, selbst mit einem sehr kaputten Frontflügel vorne links komme ich immer noch an Ocon ran. Ich muss es jetzt probieren, ey. Jetzt oder nie. Mit der S bin ich vorbei, so, lutsch mir den Schwanz, Felipe. Ich liebe dich, aber trotzdem. Vorbei. Freiheit! Einfach mit der riesigsten Drive-Bomb ever. Holo. Oh. Da bin ich in der Parabolika stehen geblieben. Raskas! Raskas. Das ist so lange Kupas Konsistenz. Hallo, das war nur ein Rennen, so, okay? Das ist auch jetzt nur ein Rennen. Jawohl, Hauptsache vor Vettel. Immerhin habe ich mir die Flügel abgefahren. Boah, 1.19.9, Wahnsinn. Da die Raskas mich ein bisschen Punkt. Daniel zum Sieg gehabt. Ja, Daniel und Raskas haben Liebe gemacht. Na, du wirst mich auf jeden Fall noch wahrscheinlich überholen. Oh, Jeff, ich verstehe dich nicht. Ich bin hier mitten im Tunnel. Na gut, ich habe ja auch Soft gewechselt, nicht auf Soft. Ja, eben. Ja, super Soft schaffst du. Monaco geht das voll. Na, ich ging auf Nummer sicher. Ja, die Strategie hat auch gelb vorgeschlagen. Ich habe mir gedacht, oh, scheiß drauf. Mach rot. Ja, Monaco ist so einer der Strecken, da fährst du wirklich 100, selbst 100% fährst du. Oh fuck. Ultra Soft und Super Soft. Ich bin raus. Okay. Oh. In welcher Kurve? Schwimmbad. Ja. Welche Kurve? Schwimmbad. Die Scheißkurve. Ja. Komm, bitte Safety Car, bitte Safety Car, bitte Safety Car, bitte Safety Car. Ach, der steht quer auf der Straße. Bitte Safety Car, 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 bitte Safety Car. Wenn ich jetzt Safety Car kriege, kann ich selbst meine Frontflügel wechseln. Und werde trotzdem noch quasi mega gut davon kommen. Ich stell mir gerade vor, wie Kurve aussteigt und den selbst wechselt. Genau, ja, ich wechsle den Frontflügel. Vielleicht? Man muss aber ein bisschen mithelfen, ne? Daniel hat einen Vorteil, er muss nicht mehr fahren. Das stimmt. Oh, hey Bottas, how are you doing? How are you doing? Mensch, er hat keinen Safety Car aufzutauchen, obwohl da ein gewisser Denial quer auf der Strecke lag. Aber ich hoffe einfach, weil in 2016 war es auch immer so, dass die Safety Cars immer verzögert erschienen sind und so. Zum Beispiel Bottas hatte da die in China die ganze Boxengasseneinfahrt blockiert, lag da quer und erst irgendwie drei Runden später kam der Safety Car raus, wo er schon lange weg war. Also aber hoffen und beten, sonst muss ich halt. In dem Sinne, ich habe halt einen gelben Frontflügel, aber es geht voll. Also ich verspüre kein großes Defizit dadurch. So, ich fahre jetzt nur noch Hamilton und Bottas hinterher. Die muss ich jetzt überrunden lassen. Aber keinen anderen mehr. Also ihr hattet alle schon blaue Flagge oder wie? Ihr hattet alle schon mal blaue Flagge bekommen? Nein. Okay, aber Kelly musst du halt durchlassen? Ja, ich musste jetzt nochmal anders machen. Achso, stimmt, Stop and Go. Ja. Oder so. Ja, 5 Sekunden. Stop and Go. Naja, ich glaube,
Nach der ganzen Start-Crash-Reihe und sonst was kann ich mit Machten zufrieden sein, wenn ich das ins Ziel schaffe. Immerhin muss ich mich nicht ärgern über eine gute Ausgangsposition vor dem Rennen. Ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da an der Stelle nicht von dem Verstappen Keldi Kuscheltruck blockiert worden wäre. Na, weil dadurch ist die eine Truppe da schon meilenweit weg von mir. Mir bestimmt so 10, 20, 30 Sekunden gekostet oder so, oder mehr. Oh, ist auch scheiß Safety Car, wenn man das braucht. Das wäre echt so. Safety Car würde alles wieder neutralisieren. Das wäre so schön. Muss halt eben noch einer ausfallen. Ach, Kelly? Okay. Oh, fuck. Gong. Kelly, 3 Sekunden Zeitstrafe. Kurve abgekürzt. Warum nur? Okay, Perez ist halt bei mir schon super soft, also es muss anscheinend mit super soft gestartet. Dann crash ich mal so raus, dass du komplett quer auf der Strecke stehst, Kelly. Das wird ziemlich geil von dir. Ich weiß wo. Jetzt kommt's. Ich hoffe, dass ich nicht davon beeinträchtigt werde. Ich sehe gelbe Flagge bei der Raskas. Wo sind die Teile? Wo bist du gecrashed, Kelly? Ich crash jetzt gerade. LOL. Der Hapin. Hat nicht gereicht. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Egal, da liegt jetzt ein Frontflügel. Goal. Mach nach einem Tunnelausgang. Ja, geradeaus durchfahren oder so. Da kriegt aber auch keinen Safety Car für. Komm, und im Tunnel. Im Tunnel, sagte ich! Dankeschön, am Ende des Tunnels. Am Ende des Tunnels. Oh Mann, jetzt habe ich mir in der Löw's Happen schon wieder in den Frontflügel angehauen. Ich hasse diese Herren. Ist er doch mein, wie er da liegt? Ja, die fahren schön durch dich durch. Alter, komm schon, ich stehe mitten am Ausgang des Tunnels. Oh, oh Gott! Kelly, du hast mir Herzinfarkt eingejagt. Du hast ja. Aktuelle behalten. Kommen wir schon rein. Na egal, jetzt kann ich mir wenigstens was zu essen. Bitte gib mir Safety Car. Kann doch nicht sein, der Typ steht mitten auf der Strecke. Kann nicht sein, ey. Was ist das für ein Spiel? Wer hat Safety Car ausgestellt? Ich drehe mich in der Boxenausfahrt. Da hat sich der Boxenstopp richtig gelohnt. Na, rein Köln, Alter. Ich muss mir jetzt leider doch den Frontflügel wechseln lassen. Weil ich zweimal jetzt gegen die Löw's Herpin geknallt bin. Mama mia. Dadurch werde ich wahrscheinlich auch meine Punkteplatzierung verlieren. Das war doch bei 8,3 dem. 3 Sekunden Stop. Bei der Noob Journey von Ex-Medici, da hat doch mal einer Punkte geholt und der hatte. Wie viele Boxenstops? 7? Oh, guck. 8. Oh, da ist eng bei dir. Oh, der fährt gleich hinten rein. Hallo Stroll, lass mich in Ruhe. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, wer von Anfang an die Supersofts hat und wer gerade eben die Supersofts bekommen hat. Stroll hat rot, Ericsson rot, auch rot. Ja, ich weiß, aber haben sie rot von Anfang an oder rot, weil sie in die Box gekommen sind? Das ist die Frage. Das entscheidet, wie weit ich noch nach vorne komme. Björn ist ein bisschen hinten. Nein. Also ich glaube, die von Start an mit Rot fahren, gehen eher so in Runde 12 in die Box. Okay. Schätze ich. Also ich sollte noch in die Punkte kommen. Hoffe ich mal. Alonso vielleicht ist heiß gerade aus der Kurve raus. Die meisten sagen auch Runde 10 oder Runde 10 kommen, glaube ich, die meisten Ultrasoft. Da ist wieder einer in Sektor 1 raus. Oh, ah, natürlich. Nein, ich bin nicht in Sektor 1. Kannst du durchgucken. Ach ja, stimmt, ich habe keinen Flügel mehr, Moment. Da fährt sich's nicht so gut. Mach mal ein bisschen Fernsehkamera. Hui! Boah.
Was für ein Humor, ne? Die ganzen WM-Lieder fahren wie Backmarker hier in Monaco. Wir fahren nicht wie Backmarker, wir sind Backmarker. Ja, fein drin. Er ist gerade hinter mir, irgendeiner will da überrunden. Wahrscheinlich Hamilton. Ne, Hamilton war. Ne, der ist schon lange vorbei. Es ist Ricardo wahrscheinlich. Ja, ne, dann kannst du mal Ricardo schauen. Kannst du mal schauen, weil es schon einen Stop hatte. Ja, wie geht denn das? Das kann man gucken. Eigentlich in der normalen Statistik steht immer so Stop 1 oder so. Halt oh, und schon wieder der Lewis Hamilton angehauen. Hurra! Mir steht halt nur dran quasi Lewis Hamilton, Intervall und dann die Zeiten daneben. Normalerweise ist das so eine normale Tabelle eigentlich irgendwo. Da musst du eine Option suchen oder so. Da schalte ich durch. Hier kann ich nicht. Hallo, ich kann Fliegerperspektive machen. Cool. Helikopter meinst du? Ja. Viereck ist es nicht. Kreis wird es nicht sein. Dreieck. Es gibt da irgendwie so ein Menü mit mehreren Optionen und so. Es gibt das Zuschauer-Intermenü. Führender, schnellster Runde. Ah, warte mal, das könnte sein. Irgendwo kannst du bestimmt nachschauen, wer schon als ein Stopp hat und wer nicht. Keine Intervall, führender und schnellste Runde könnte ich machen. Ja, mal gucken. Detailpositionsänderung, Stops. Alle einen. Alle am Schneien? Ja. Okay, gut, mein Frontflügel hat mich von 8. auf den 13. geschoben. Ich meine, ich krieg jetzt Punkte. In welcher Runde ist Hamilton? Runde 10 so wahrscheinlich. Nee, das reicht nicht. Ich bin in Runde 11. Ihr seid alle in der gleichen Runde. Nee, das kann nicht sein. Hamilton muss mindestens eine mehr haben. Also halt bis auf dich. Aktuelle Balken. Da kommst du Toro Rosso out of nowhere, habe ich gehört. Oh Mann, diese Löwe-Serpent macht mich fertig. Ich habe schon wieder die angehauen. Jetzt bin ich rot auf einer Seite. Aber Monaco ist halt mein Schandfleck. Wenn ich so an meine Saison 2016 denke, ich war immer Top 3 mit dem Sauber. Und in Monaco war ich 17. Runde 13 sind wir, by the way. Ja, das kann ich auch sehen. Okay. Also ich bin auch Runde 12. Und der kommt gerade aus dem Tunnel raus. Ich bin Runde 11. Falls ihr wissen wollt, wie weit Hamilton gerade weg ist, der ist jetzt... Anfahrt Raskas. Ja. Hamilton interessiert mich kein Stück, weil ich den nicht erreichen kann. Wenn er mich nochmal überrundet, muss ich nur 18 Runden fahren. Das ist geil. Geil. Was für eine Benzineinstellung fahre ich gerade? Fett? Okay. Oh, oh! Und tschüss. Ja, hatte nur einen halben Frontvögel. Dann gucken wir mal, wie uns so. Geil, das einsamste. Boah, hallo. Daniel, okay. Daniel mir voll Pech gebracht, ey. Schaut mir zu und sofort crash ich. Ich hab dir vorhin schon zugeguckt. Du standst doch überhaupt gar nicht quer auf der Straße. Nein! Er doch nicht. Oh Mann, diese scheiß Lewis Hamilton hat mir immer wieder den Frontflügel so viele Male angehauen, dass ich irgendwann keine Kontrolle mehr hatte. Ja, und das ist deine Chance, vielleicht guckt jetzt doch mal das mal endlich mal das SC. Wenn ich entscheide, sehen wir es aber auch nicht mehr. Also wenn's nach Daniel und Kelly nicht kam, dann würde es mich wundern, wenn es so viel bringen würde es ihm glaube ich auch nicht, oder? War es nicht in der Box mehr? Ich glaube dreimal. Er ist dreimal raus. Guck, mach mal X und dann kannst du mal ins Zuschauermenü gucken. Ja, ich weiß. Das kenne ich. Dann technisch könnte Björn sie auch noch rauscrashen, dann nehmen wir es immer früher fertig. So viel lange brauchen wir nicht mehr. Ich habe noch 5 Runden ungefähr. Sind also ungefähr noch 6 Minuten. Wir können ein kurzes Resümee abgeben, oder? Wo ist scheiße? Ah, das war ein kurzes Resümee. So, wer hat nochmal das? Ich erinnere nur, Singapur ist besser. Nicht. Ja, Singapur ist besser. Schlechter meinte ich. In 14 war Singapur auch schlechter. Darin würde ich nicht zustimmen. Nein. Erst jetzt hat Mjörg meine Position. Wäre Mjörg vorher rausgecrashed, wäre er nur 18. geworden, weil er schon so viele Runden hinter mir war. Ich habe sogar gerade einen grünen Sektor gehabt. Jetzt kann ich die aber nicht überholen, weil ich gleich wieder blau bekomme. Ha
das war knapp. Alter, ist das ein Massenauflauf hier? Oh, immer noch grüne Zeit, obwohl ich hinter diesen Schnecken herzucke. Wir müssen abkürzen hier. Boah, ich krieg DAS, geil. Bringt dir das? Das ist die Gegenfrage. Nö, aber es funktioniert. Das ist bei mir nicht immer gegeben. Bei mir gibt es nur zwei Kameratypen, Übertragung und TV-Kamera. Tut's auch. Das ist korrekt. Boah, jetzt round the outside. Ich lebe noch. Und wie geht's? Ein Stück Flügel fehlt. Alter, Keldi. Scheint nur geringfügig zu sein. Ja, bäm, jawohl. Boah, das war eine rein. Boah, dieses Rennen ist kacke. In 2014 hätte ich es locker geschafft, aber in 2017 ist es die Hölle. Also wirklich die ganze Zeit Löw Serpin angehauen. So lange, bis mein fucking Frontflügel so nutzlos war, dass er mir nicht mal in der normalen Kurve helfen konnte. Ja, stimmt. Und zwar, es kommt zwar spät, aber was für Nummern habt ihr auf eurem Auto? 36. Als ob ich das auswendig weiß. Sehr schön, Daniel. Ich habe die 70. Warum? Hallo Hamilton. Weil 7 schon besetzt ist und 77 auch schon besetzt ist. Ah. Und du wolltest eine 7 haben? Ja, ich wollte eine 7 auf meinem Auto haben. Das ist meine Zahl, ist, also ich mag die. Und Miorg, so jetzt noch mehr, ist noch ein neues Dorf. Was? Boah, du bist so ein Pop, ey. Regenreifen, jawohl. Okay, ich mach den Keldi. They put dries on, warte mal, nee, they put Regenreifen on. They put wets on. Viel Spaß. Miorg möchte die Zuschauerschaft, die nicht existierende Zuschauerschaft noch unterhalten. Boah, kannst du bitte Hamilton töten, dann gewinnt Bottas mal ein Rennen. Der ist schon gerade wieder vorbei. Oh, dann warten wir bisschen länger. Ja. Ich sag, wenn du Hamilton tötest, dann gewinnt Bottas zum ersten Mal ein Rennen. Und Bottas hat immer Pech gehabt. Die beschleunigen ganz schön stabil hier im Berg hoch, erstaunlich. Ja, okay, Haftung ist ja nicht so, aber... Ja, gut. Aber beim Beschleunigen sind sie äußerst stabil, hätte ich nicht erwartet. Die überhitzen halt maximal jetzt. Momentan haben sie nur 80 Grad, geht noch. Oh, das ist ein Blau, wen soll ich denn da vorbeilassen? Da kommt noch einer. Oh, er hat jetzt Pech gehabt. Noch ein Haas. Ich komm nicht rum. Er will dich überholen. Hat mich gerade erst der 8. und dann der 7. überholt? Da hab ich den 8. als der 6. und der 7. Der 6. und der 7. hat dich überholt. Na, der Speed, Alter. Seitdem oh, yeah. Stabiler. Oh, gleich um Max Verstappen, kill den mal. Der hat's verdient. Ich muss das mal. Der fast. Da ist er. Verwandlung abkürzen. Ja. Verstappen und Vettel sind hinter dir. Tu es! Los! Tu es! Na, der lässt beide vorbei. Ach komm. Buh. Ach, ich muss vor den Kurven bremsen. Das ist aber eine nette Erkenntnis, Ingenieur. Also ich muss sagen. Das Beste, ich bin zwar ausgefallen, aber ich habe nur 3 Plätze verloren. Das was krass, oh, so langsam kann ich nicht. Ja doch, geht gerade so. Aber ich muss sagen, sie überhitzen gar nicht so sehr. Ja, das ist glaube ich nur Monaco. Monaco ist halt eine Strecke, die nicht so sehr auf die Reifen geht. Komm rum, jawoll. Komm, kannst du noch ein bisschen auf Hamilton warten? Ne? Wo ist er denn gerade? Erzähl mal. Der ist gerade. Der biegt jetzt gerade ein auf die Startzielgeraden. Gut, der müsste jetzt in Runde 19 oder 20 sein. Runde 19. Jetzt hält er an und biegt in die erste Kurve ein. Hat er den ganzen Rattenschwanz hinter sich? Oh! Ja. Das sah geil aus. So, jetzt kannst du ihn nochmal ficken hier. Der kommt gleich zu dir. Ja, warte, kommt erstmal noch einer. Was zwei Hamilton biegt jetzt ein und kommt gleich an Löw Serpin.
Der biegt jetzt ein Lewis Hamilton. Ja, das ist jetzt Hamilton. Begeisterungsmjörg. Ich kann gerade sowieso nicht so schnell. Mit dem Tunnel ein bisschen langsamer fahren und dann ihn wegnutzen. Oh, wui! Ah, da kommt er jetzt. Da kommt Hamilton. Komm! Mjörg! Da ist er! Da ist er! Jetzt! Na, okay, Bottas wurde auch genutzt. Bottas hat immer Pech, der Arme. Raikön gewinnt in Monaco. Da schleicht noch ein Mercedes. Doppelsieg für Maurizio Arriva. Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene. Ist jetzt viel. Raikön, Ricardo, Vettel. Na, guck mal hier. Oh, Bottas auf dem 6. Guck mal, ich glaube noch. Hamilton wurde überrundet. Ja. Allerdings, das Problem, also anscheinend wurde halt Hamilton mit Bottas zusammengenutzt. Also Bottas hätte eigentlich gewonnen. Aber ja, die Ferraris profitieren davon. Ich habe eine 4-Stopp-Strategie gefahren. Ja. Hat nicht geholfen. Hey, die hat 4 Strafen plus 14 Sekunden. Ja. Okay, gut. Aber ja, alle Spieler haben ein DNF bekommen. Also genau das, was niemand von uns wollte, ist passiert. Aber leider ist es kein 5-Minuten-Part geworden, weil Mjörg zu lange überlebt hat. Na dann, könnt ihr ja mal abschließen über den Scheiß da. Ja, Monaco ist scheiße. Ja, mehr wollen wir nicht Kanada sagen. Kanada ist nichts, oder? Kanada ist cool. Das ist deutlich besser. Das ist der Vergleich allein. Alles ist besser als Monaco. Ja, ist schon cool. Naja, nächstes Mal. Bis dann, würde ich dazu sagen. Tschüss.